Milch ist gesund oder doch nicht? Es geht nichts über Muttermilch. Der Melkroboter findet die Zitzen allein. Wieso ein Qualitätsprodukt veredelt werden muss. Und in Swissmade Murtertaler Alpkäse. Muttermilch. Das erste, beste, natürlichste Lebensmittel. Diese ursprünglich einzige Grundernährung für das Baby wird allerdings nicht mehr immer und überall optimal genutzt. Zivilisationskrankheiten wie Allergien und Berufsstress einerseits, einseitige, mangelhafte Ernährung und fehlende Aufklärung andererseits haben dazu geführt, dass prozentual immer weniger Mütter stillen wollen oder können. Das Angebot an künstlichen Babynahrungsmitteln hat dafür ständig zugenommen. Wobei Milch, tierischer allerdings, ein wesentlicher Bestandteil ist und als Verkaufsargument dient. Doch all diese Produkte sind nur ein unvollkommener Ersatz für Muttermilch. Der wesentliche Unterschied zwischen Muttermilch und den üblichen Präparaten, Säuglingsmilchpräparaten, ist eigentlich das Vorhandensein von Schutzfaktoren in der Muttermilch. Und diese Schutzfaktoren schützen das Kind vor Infektionen beispielsweise oder vor anderen immunologischen Effekten. Die Säuglingsmilchpräparate sind verbessert worden. Mit wissenschaftlichen Kenntnis hat man wieder umgesetzt, das geschieht laufend. Trotzdem ist eigentlich die Qualität der Muttermilch eine individuelle Qualität praktisch, die zugeschnitten ist auf das Kind, ist eigentlich nicht erreicht, kann man nicht erreichen. Und deshalb ist auch das Stillen die beste Ernährung für das Kleinkind. Diese Erkenntnis hat sich inzwischen weltweit durchgesetzt. Während die Weltgesundheitsorganisation WHO vor allem in Entwicklungsländern tätig ist, bemüht sich seit fast 50 Jahren die in den USA gegründete La Leche Liga intensiv darum, das Stillen auch in den Industrieländern wieder populärer zu machen. Rund 3000 Stillgruppen in 66 Ländern tauschen Erfahrungen aus und leisten theoretische und praktische Unterstützung für Mütter.